Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraya von Raya Loves Paper und ich habe euch heute was mitgebracht, was kein Junk Journal ist. Sieht auf den ersten Blick so aus. Vorab, ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über viele tolle neue Abonnenten. Und wir haben jetzt schon über 150 Abonnenten hier auf diesem Kanal. Wow, Wahnsinn. Ja, nun, mach ich eine Bütchen, ne? Ich habe gebaut. Ja, ich nenne es Workbook. Ich glaube, es ist ein bisschen anders als ein Labbook, weil das Book halt an dem ganzen Ding fehlt, also wirklich das Buch zum Blättern. Es ist natürlich gemacht aus einem Buch, ein Workbook. Und zwar habe ich sowas hier gehabt in der Art. Ja, so ein, dreh den mal so, ich weiß gar nicht, könnt ihr das wirklich sehen? Ich schau mal nach, ja, sieht ganz gut aus. Also ein alter Atlas. Nur einfach noch eine ganze Runde größer. Weil ihr seht ja, dieser Atlas ist schon wirklich groß. Das Ding ist noch größer. Das war wirklich ein richtig dickes, altes Atlasviech. Und dieses dicke, alte Atlasviech habe ich ausgeschlachtet. Ich habe erstmal alles rausgenommen natürlich. Also das ganze Innenleben, die Atlasseiten und so weiter. Und habe dann neue Teile eingefügt sozusagen. Neue Arme. Dafür habe ich einen Karton genommen und habe diesem Karton hier quasi noch eine Lasche gegeben. Also jeweils hier eine Lasche. Ich zeige euch das Herzchen erstmal von außen. Ich habe hier so ein bisschen Die-Cuts von Stamperia benutzt. Wirklich alte, ja, wir sagen hier in Norddeutschland, heißen die Dinger hier Liebesmarken. Ich kenne die auch als Glanzbilder oder als Poesiemarken. Ja, ich nenne sie immer Liebesmarken, weil ich das von früher so kenne. Ja, und so ein bisschen hier, da ist das Jute-Stoff. Habe ich, glaube ich, beim Depot gekauft. Das war mal ein Tischläufer. So, und dieses ganze Atlas-Herzchen habe ich stabilisiert so ein bisschen, weil der Rücken war wirklich, wirklich abgefetzt und aufgefetzt. Habe erstmal mit Gesso drunter gearbeitet und habe danach Seidenpapier. Geknülltes Seidenpapier, wie so eine Lederoptik draufgepackt. Und natürlich, ihr habt sofort gesehen, ich habe auch Gilding Wax benutzt. So, das heißt, mein Workbook hier hat zwei Flügel und geht so auf. Ich muss mal eben schauen, wie viel davon ihr seht. Oh, ihr seht das Ganze. Ein Traum. Ein Traum. So, was habe ich hier noch gemacht? Ja, ihr könnt das natürlich raten, haha. Es sind hier Craft Paper und die habe ich, ich kann das hier mal demonstrieren, ich habe mir hier von der Jessie, habe ich so richtig schöne Hexenkarten bekommen, die benutze ich jetzt hier einfach mal, um euch was zu zeigen. Hier habe ich ja so Pockets gemacht, aber dreifache, also hier unten passt was rein, sowas wie diese Hexenkarten würden natürlich perfekt hier reinpassen. Da drüber würde noch eine passen. Ich nehme jetzt einmal den großen hier hin. Und hier drüber passen dann die ganz großen Sachen. Die kann man nämlich komplett durchschieben bis in die zweite Tasche. So, und das gleiche findet ihr hier bei allen vier dieser Trippeltaschen. Viermal Trippeltaschen. Hier passt richtig was rein. So, stecke ich jetzt erstmal hier fein rein. Dann habe ich mir hier sind nur ein bisschen Spacks, sind noch ganz frisch. Ich habe mir hier kleine Döschen gemacht, also kleine Schächtelchen. Die sind, wenn man das schließt, zu. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt so auf den Kopf drehe, würden, ihr seht es hier, die Schachteln, ich hoffe, es zoomt vernünftig, die Schachteln nicht aufgehen, weil sie von den Armen sozusagen blockiert werden. Ist ja trotzdem was rausgefallen, aber wahrscheinlich nur, weil ich hier so einen Unfug gemacht habe. Ein Schmetterling. Wo kommt denn der her? Ich habe nämlich hier schöne kleine Holzteilchen gefunden, die ich super toll finde. Die durften hier direkt einziehen. Die sind mir neulich beim Einkaufen quasi in die Hand gefallen. Die wollten mit. Ja, irgendwie ist dieser Schmetterling hier. Über oder kommt aus einer anderen Tasche, die ich jetzt gerade hier gewürfelt habe. So, das Hexenkarten davon einmal kurz ausziehen. Ich brauche euch gleich wieder.
Jetzt rutschen wir nämlich rüber. Einmal aus dem Bild raus und wieder ins Bild rein. Der linke Teil dieses Workbooks hat, ja, unschwer zu erkennen, Umschläge. Und zwar hier gehen alle richtig schön auf. Ich habe sie so ein bisschen innen verstärkt mit dem Scotch Tape. Teilweise, weil die so, weil es wirklich altes Notenpapier ist. Es ist ein bisschen mosch. Deswegen, wenn man hier so einen Streifen verstärkt, dann kann man sie unendlich auf und zu machen. Ohne, dass einem dann hier irgendwann mal die obere Lasche abfällt. Ne? Ja, da habe ich ein schönes Papier von einer Faustoper gekielt. So, ich glaube, der Schmetterling ist hier rausgehüpft. Und zwar habe ich hier, mal gucken, ihr seid, ja, ihr seid sowas von einem Bild, das ist ein Traum. Habe ich hier so kleine Taschen gemacht. Und diese Taschen hier, ne? Diese Dinger, die findet ihr bei der Jessie auf dem Kanal. One More Vintage Design. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich ihren Kanal hier verlinke mit diesem Taschenvideo, weil es ist einfach ein Traum. Man macht diese Taschen auf und sie werden quasi von der Tasche zur Kiste. So, und hier ist auch mein Schmetterling rausgehüpft. Ihr seht's, ne? Ich habe hier ein Holzteilchen drin. So, dann habe ich diese Tasche einfach genommen und habe, ich habe eins mal explosiv gefüllt, und habe hier ja, Kreise ausgestanzt, Schnitt mit einer Kreisstanze, kann man natürlich auch mit der Schere schneiden, Brads rein, erstmal, oh, die Dinger drehen sich, wenn man nützlich ist, kann man da natürlich was Farbiges nehmen und man kann einfach hier so einen Faden nehmen und wickeln und hat direkt sein Täschchen wieder zu. So, und hierfür, da habe ich tatsächlich mal, ich glaube, das habe ich bei Amazon gefunden, ich bin mir nicht sicher. Wenn man ganz genau hinguckt und ran geht, ich hoffe, das zeigt euch jetzt die Tricks 2. Das ist so ein bisschen, naja, jetzt kommt's. Guck mal. Das hat so eine richtig schöne Textur wie so ein, weiß ich nicht, Kissenstoff. Ist aber Papier. So, und dieses Papier, das habe ich gefunden, das ist, glaube ich, hier so Trennblattpapier oder sowas. Hat mir direkt gefallen. Man muss ein bisschen gucken, wenn man das zu oft auf und zu macht, dann bricht es, aber nur ein bisschen oberflächlich. Es geht nicht kaputt. Nur die obere raue Seite fängt dann mal an zu brechen. So, nun rutschen wir wieder einmal durchs Bild durch. Zack. Muss gleich wieder checken, ob ihr alles seht. Und dann klappen wir die zweite Seite auf, die rechte. So, mit dem Teil bin ich einerseits sehr glücklich, weil ich hier das Deckblatt von der Faustoper genommen habe. Mal gucken, seht ihr das komplett hier? Ja. Könnte mal ein bisschen mehr happy mit sein. Ne? Jetzt mal eben mein Pinselglas rutschen. Ich glaube, dann geht es besser. Ich hau das jetzt nicht um. Das wäre ungünstig. Ja, so. Naja, ihr seht es, ne? Also, selbst wenn ihr hier einen weißen Rand habt, ich denke mal, ihr überlegt das. Diese Technologie kennt ihr schon. Ich habe die jetzt noch nicht gefüllt. Das werde ich alles noch ganz in Ruhe und voller Genuss tun, dass ich hier meine Papiere einsortiere. Weil ich habe total viele Papiere in, weiß ich nicht, 8x8, 10x10, irgendwie sowas. Und diese Blöcke immer durchzublättern, die gehen mir total auf den Geist. Ich möchte die irgendwie rein sortieren und dann sehen, oh, hier ist lila, hier ist blau und hier sind Kleinteile X, da sind Kleinteile Y. Da freue ich mich total drauf, dass hier schön Ordnung herrscht und dann muss ich nur noch dieses Buch aus dem Schrank nehmen. So, zurück zum ganz rechten Teil. Hier habe ich das Deckblatt von Faust genommen, von der Opa und beziehungsweise Opa Margarete. Hier ist Platz zum immer seitlich was reinstecken, was ein bisschen größer ist. Ich bin mir nicht, gerade ist das halt, ach, da geht's auch weit. Das geht hier relativ tief rein. Die Seite ist ein bisschen widerspenstig. Ich habe sie versucht hohl zu setzen, dass wirklich, dass man eine Menge Papier hier reinpacken kann. Nicht nur so ein kleines süßes Kärtchen, sondern eine Menge. Und auch hier oben. Das auch im oberen Bereich passt wieder was ordentlich rein. Da kommen dann die kleineren Sachen rein. Ich sag mal so, optisch ist das natürlich hier eine echte Herausforderung, weil das, sag mal, stilmäßig sich überhaupt nicht in das eigentliche Thema einfügt. Es beißt sich farblich auch nicht,
Aber einfügen ist anders. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das so lasse. Aber mir war das irgendwie eine Herzensangelegenheit, hier diesen Faust, diese Oper, das Oper-Cover-Dings mit reinzubringen. Kann auch sein, dass ich das hier nochmal rauspflück und dass ich ein anderes Oper-Cover-Dings reinpacke, was ein bisschen mehr Vintage-Style hat. Ich weiß nicht. Also sowas entscheide ich dann einfach spontan aus dem Bauch heraus, wenn ich mal wieder der Meinung bin, ich müsste mal etwas ändern, ne? Nun gut. Das war eine Spontaneingebung. Ich hatte dieses Cover von diesem Buch in der Hand. Es sah wirklich aus wie durch einen Mist gezogen. Echt zerfetzt und ungeliebt. Und wenn was zerfetzt und ungeliebt ist, dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, es zu reparieren. So, nun hat es ein neues Leben. Es wird mir helfen, meine Sachen zu sortieren und einfach schneller wiederzufinden. Weil der große Spaß im Junk Journal ist ja, die Sachen zu nehmen und loszulegen und nicht erst eine halbe Stunde zu suchen. Ja, und da ich wenig Bock auf Suchen habe, auch nicht der Ordnungsmensch bin, zwinge ich mich jetzt zur Ordnung mit sowas Schönem. Und das war jetzt ein recht kurzes Video. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist wirklich nur ein, ich zeige mein Workbook. Das ist mein Schatz. Meins. Das gebe ich nicht außer Hand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Sagt mir doch mal, wie ihr es fandet. Sagt mir doch mal, ob ihr das cool fandet oder total bescheuert oder irgendwas dazwischen. Ja, es ist Sonntagabend. Ich wünsche euch eine gemütliche Zeit, eine Bastelzeit. Macht was Schönes draus. Bis demnächst in diesem Kino.